Professor Alexander Markowetz und sein Team fanden heraus, dass wir unser Smartphone am Tag etwa 2,5 Stunden nutzen. Sie entwickelten eine App, um das Nutzerverhalten von Erwachsenen am Smartphone zu erforschen. Doch die 2,5 Stunden sind gar nicht das größte Problem. Die viel dramatischere Zahl, das sind 55 Einschaltvorgänge. Also oder 53 Einschaltvorgänge. Und 88 Mal am Tag wird das Handy quasi entriegelt, also nur angeschaltet, also nur den Bildschirm angemacht. Und davon 53 Mal wird das jetzt wirklich entriegelt, man geht rein und macht was. Und das ist eigentlich die Zahl, die interessant ist. Also das kann man sich im Grunde genommen auch ziemlich schön quasi vor Augen führen, wenn man zwei identische Nutzer hat und der eine macht morgens 1 Stunde Smartphone und der andere macht am Tag 60 Mal 1 Minute Smartphone. Dann haben beide nur 1 Stunde verloren, ja, aber der erste, der hat einen ziemlich normalen Tag nach dieser Stunde, während bei dem zweiten ist der ganze Tag kaputt. Mit den bisherigen Ergebnissen seiner Forschungsarbeit schrieb Professor Markowetz ein Buch mit dem Titel »Der digitale Burnout«. Das Thema ist insofern schwer zu behandeln, da es faktisch noch kaum Forschungsergebnisse zum Verhalten der Nutzer gibt. Doch nicht nur unser eigenes Verhalten müssen wir überdenken, auch dass wir von anderen rund um die Uhr auf verschiedensten Wegen kontaktiert werden, ist problematisch. Da geht es eher darum, dass wir wieder so eine zum Kommunikationsetikette zurückfinden müssen, die wir früher mal so hatten. Kommunikationsetikette in dem Sinne 80er Jahre, zwischen 12 und 3 ruft man die Leute nicht an. Aha, wieso denn? Ja, weil die Leute dann genervt sind. Und jetzt ist es irgendwie okay. Ich kann ihnen morgens um 1:30 eine WhatsApp schicken. Ist irgendwie okay. Und wie groß darf dann mein Erwartungshorizont sein, wie lange sie brauchen, diese WhatsApp zu beantworten? Eine Minute? Eine Stunde? Ein Tag? Eine Woche? Oh, das ist so irgendwie anything goes. Also das ist quasi eine Anarchie, in die wir da entlassen wurden. Und für diese Anarchie gilt es, dass wir wieder gesellschaftliche Regeln finden, damit es nicht zum digitalen Burnout kommt.